Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Laune der Naturbox von Die Toten Hosen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Laune der Natur von Die Toten Hosen, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 16. Album der Band. Wir haben hier eine ziemlich große Box in Schwarz. Und hier oben, bevor wir die Folie abmachen, haben wir noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Laune der Natur als 180 Gramm Vinylalbum plus Poster. Learning English Lesson 2 als 180 Gramm Doppel-Vinylalbum. Laune der Natur CD plus Poster. Learning English Lesson 2 CD. Handsigniertes Bandfoto, 5 Laune der Natur Porträtdrucke aller Bandmitglieder, 32 Seiten Fotobooklet, 4er Buttonset, 4er Aufkleberset, Aufnäher, nummeriert und limitiert auf 20.000 Stück. Wow, also das klingt auf jeden Fall mal echt heftig. Wir werden mal die Folie abmachen und dann schauen wir mal, was sich da alles befindet in dieser Box. Gelesen haben wir es ja schon, aber trotzdem ist es dann immer schwer, sich da was genau drunter vorzustellen. So, wir haben hier eine schwarze quadratische Box, ziemlich groß und gar nicht mal so flach. Also so eine, ja, ich sag mal so eine reguläre Vinylbox. Die meisten Boxen, die Vinyls beinhalten, haben ungefähr so dieses Format. Die Toten Hosen, Laune der Natur, lesen wir hier links oben. Ansonsten gibt es hier keinen Text, aber dafür umso mehr, ja, was ist das? Einzelne Symbole, Tiere, also so ein wildes Mosaik, das für mich dann hier so einen Drachen- bzw. Tigerkopf darstellt. Also für mich sieht das eher nach Tiger aus, der hier aus diversen einzelnen Bildern hier zusammengesetzt ist. Hier unten ebenso, nur etwas kleiner. Auf der rechten Seite lesen wir wieder die Toten Hosen, Laune der Natur, Learning English, Lesson 2. Nochmals der bunte Tigerkopf und links nochmal der Text. Auf der Rückseite haben wir hier dann, oh, andersrum. Das ist auch spannend, dass man das hier so umgekehrt gemacht hat, naja. Haben wir in derselben Optik dann noch einen Hirschkäfer, wenn ich das richtig deute. Und wir haben hier auch die gesamten Tracklists. Also, einerseits haben wir hier nochmal den gesamten Boxinhalt. Den haben wir schon auf dem Sticker zur Kenntnis genommen. Dann haben wir hier die Laune der Natur Tracklist mit 15 Liedern. Learning English Lesson 2 mit 27 Tracks. Okay, da muss man aber sagen, es sind 21 Tracks und 6 davon sind so Skits. Und hier unten haben wir noch die Beteiligten und in der Mitte einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über JKP. Das ist das Label, ich glaube Jochens kleine Plattenfirma. Und dann schauen wir mal hinein. Boxdeckel ist abnehmbar. So, von innen schwarz. Und dann schauen wir mal. Als allererstes, gefällt mir schon mal richtig gut, bekommen wir hier das Zertifikat. Und zwar haben wir hier die Info, strengstens limitiert auf 20.000 Stück. Sehr schön. Und den Rest lesen wir uns dann noch durch. So, dann haben wir hier 2 Sticker, 3 Sticker, 4 Sticker. Einen Patch im Querformat. Dann hier so eine schwarze Stoffflasche, mit der man den Inhalt hier wunderbar anheben kann. Also die Vinyls. Bedeutet, Alter. Das ist echt eine Menge. Was haben wir hier? Ah, okay. Das ist scheinbar ein Booklet, also ein Buch. Also ein Heft zum Durchblättern. Dann haben wir hier die Kunstdrucke, unter anderem unterschrieben. Dann das Album Laune der Natur, Vinyl. Und Learning English Lesson 2, auch auf Vinyl. Und darunter, ich muss mal kurz hier etwas Platz schaffen. Und darunter geht es dann gleich direkt weiter. Wir haben hier einmal, das ist wohl das Booklet aus dem, ja genau, das gehört hier rein. Wir haben hier einmal das Album Laune der Natur im Digipack.
Dann haben wir Learning English Lesson 2, ebenfalls im Digipack. Und noch das Button-Set mit 4 Buttons hier. So, wunderbar. Dann machen wir die Box mal wieder zu. Hier haben wir übrigens noch so 2 Formen hier in den Karton eingelassen, wo eben diese 2 CDs, diese 2 Alben hier Platz gefunden haben und das Button-Set verstaut war. Dann machen wir die Box mal zur Seite und kommen zum Inhalt. Was auch spannend ist, dass trotz der vielen, vielen Inhalte hier drin kaum Folie verwendet wurde. Also wirklich das Einzige, was jetzt irgendwie in Folie daherkommt, waren diese 4 Buttons. Ansonsten alle Alben und alles hier ohne Folie. Gut, wir starten mit dem Album an sich. Laune der Natur im Digipack. Das Cover wie auch auf der Box. So sieht das auf der Seite aus. Darunter oder rechts davon haben wir noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. 15 Stück sind es geworden. Hirschkäfer, Beteiligte, Barcode, alles mit dabei. Hier geht es dann gleich weiter mit der Laune der Natur. Hier haben wir einen riesigen Fisch, ja, der dann hier noch größer wird. Dann kommen wir mal zum Booklet. Was haben wir hier? Das sieht man nach einem Affen aus, einem Affenkopf. Also dieses bunte Booklet oder generell dieses bunte Artwork hat man hier komplett durchgezogen. Hier haben wir dann einmal eine Widmung. Dann die einzelnen Tracks samt der Lyrics. Also hier kann man die Lieder nachlesen bzw. mitsingen. Und das Ganze ist dann hier immer noch unterbrochen von Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Sehr schön. Also ein sehr, sehr farbenfrohes Booklet, wie man unschwer erkennen kann. So, dann schauen wir mal, dass wir das hier ein bisschen beschleunigen. Bandfoto. Weitere Lyrics. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Credits. Und einen Totenkopf. So, wir haben die Album-CD. Die kommt hier in schwarz und auch hier wieder der Totenkopf zu sehen. Und dahinter kommt dann dieses Riesenbild von diesem Fisch zum Vorschein. Und hier haben wir irgendwie noch was. So, wir packen jetzt die wieder zurück. Was ist das jetzt? Ist das tatsächlich noch ein Poster? Oha, ja. Es ist tatsächlich noch ein Booklet-Poster hier mit beigelegt. Hier quadratisch nochmal das Albumcover. So sieht das aus. Das findet man hier in dieser letzten Stecktasche. Also das Ganze gibt es ja auch so regulär zu kaufen, nachdem wir hier hinten einen Barcode hatten. Bedeutet, wenn einem die Box irgendwie so an sich zu viel sein sollte, dann kann man das hier erwerben und dann hat man trotzdem auch dieses Booklet-Poster mit dabei. Nicht schlecht. Dann kommen wir zum nächsten Tonträger und zwar haben wir hier die Toten Hosen Learning English Lesson 2. Die britische Flagge hier, also der Union Jack. Und die Toten Hosen hier in einer, sieht mir so einer Teetasse aus, stehen hier alle in einer Teetasse gemeinsam. Auf der Seite lesen wir hier wieder Albumtitel, Bandname, Katalognummer. Und auf der Rückseite gibt es die Tracklist. Die ist echt umfangreich. Und zwar haben wir hier eben 27 Tracks an der Zahl mit jede Menge Gastbeiträgen oder ja, fremden Künstlern, sagen wir mal so. Wie gesagt, 27 an der Zahl, davon sind allerdings 6 solche zwischendurch, solche Skits und 21 vollwertige Tracks. Kommt auch in einem Digipack hier. Die Herrschaften hier vor der Tower Bridge in London. Und dann haben wir hier einmal die Teetasse, rechts die viel gelobte, viel geschätzte britische Küche. Ja, das ist ein Spiegelei auf Baked Beans. Man kennt's. Und hier dann noch die CD. Woppa. Die ist hier in so einem ziemlich Expressionismus. Also einem ziemlich abstrakten Design gehalten, die CD. Dahinter gibt es dann noch eine
Kopfbedeckung der Polizisten, die Bobbys in London, die tragen solche Helme. Die schauen wir dann noch an. Wir haben dann hier noch das Booklet. Okay. Was übrigens der erste Teil davon war, also Learning English Lesson 1, die gab es tatsächlich im Jahr 1991. Also das muss man sich mal vorstellen. Und das jetzt hier eben im Jahr 2017. Das sind ja mehr oder weniger 26 Jahre danach. Das ist echt eine lange Zeit. Und ihr seht, das Booklet hier auch wieder mit jede Menge Bildern und jede Menge Text. Und so sieht das dann aus. So, das war's zu Learning English Lesson 2. Dann kommen wir zu den Vinyls. Ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Unboxing wird lange, lange dauern, weil einfach so eine Menge an Inhalt hier drin ist. Wir haben hier das Album auf Vinyl. Vom Design her, wie auch die Box, beziehungsweise wie die CD, kennen wir schon. So sieht das aus. 8 Tracks auf der A-Seite und 7 Tracks auf der B. Ergibt insgesamt 15. Hier ist nämlich kein Barcode, bedeutet, diese Vinyl Edition gibt es hier tatsächlich nur in der Box. Hier innen dann nochmal der Riesenfisch. Und dann haben wir hier in der Stecktasche Nummer 1 keine Vinyl, nein. Wir haben hier, schauen wir mal, ein Poster. Und das sieht so aus. Also, hier nochmal größer das bekannte Covermotiv, hier dieser Tigerschädel. Das ist echt mächtig. Also auch hier wieder, wie in der CD, also in dem Digipack, haben wir hier das Poster nochmal separat, etwas größer natürlich. Und ansonsten, schauen wir mal, ob hier noch was drin ist, nein. Und dann haben wir noch die zweite Stecktasche und hier kommen wir dann natürlich zu der Vinyl. Also rein so, vom Gatefold her könnte man auch auf eine Doppelvinyl schließen, aber es ging sich natürlich alles auf einer Vinyl aus. Deswegen ist die zweite Stecktasche für das Album hergenommen worden, also für dieses Poster. Dann haben wir hier die bedruckte Tasche, also dieses Vinyl-Sleeve, komplett bedruckt. Auf der Rückseite gibt es die gesamten Credits und die Lyrics. Und auf der Vorderseite hier das Bandfoto farbig. Dann die Vinyl, klassisch in Schwarz. Hier in der Mitte der Affenkopf. Und auf der Rückseite lesen wir hier wieder die Totenhosen, Laune der Natur und rundum die gesamte Tracklist. So, dann packen wir das hier wieder zurück in die Vinyl-Sleeves und verstauen auch die hier wieder in der Tasche. Kommen zum nächsten Inhalt und auch dieser ist eine Vinyl. Und zwar haben wir hier Learning English Lesson 2, bzw. Lesson 2. Auch die hat hier eine Vinyl bekommen. Auch die kommt hier in einem Gatefold. Cover kennen wir bereits. Es ist ident gestaltet wie auch die CD. Und wir haben hier dann im Innenleben, nachdem es ja doch einige Nummern sind, nämlich wie gesagt 27, haben wir hier dann auch eine Doppelvinyl. Einmal und zweimal. Also die gingen sich nicht alle auf einer aus. So, die ist leer. Die ist ebenso leer. Und hier sehen wir dann auch wieder das Foto. Nein, das ist gar nicht die Tower Bridge in diesem Fall. Das ist der Big Ben. Und hier haben wir dann wieder diesen Hut, diesen Helm der Police, Metropolitan Police. Der Bobby Helm. Dann schauen wir uns die Vinyls an. Zwei Stück. Auch hier wieder die Vinylhüllen komplett bedruckt mit den Fotos, die wir im Booklet hatten. Das ist Vinyl Nummer 1. Die sieht so aus. Also in der Mitte die gesamte Tracklist nochmal in diesem, ja, für mich ist das einfach so dieses Sex Pistols Artwork, also diese ausgeschnittene Zeitungsoptik. Und dann auf der Rückseite die Teetasse. So, das war Vinyl Nummer 1 und dann haben wir noch Vinyl Nummer 2, die ist auch wieder komplett bedruckt,
die Vinyltasche. Hier haben wir wieder das Bild vor der Tower Bridge. Und natürlich haben wir hier auch wieder eine schwarze Vinyl in der Mitte, entsprechend bedruckt mit Tracklist. Und auf der Rückseite gibt es dann hier dieses Spiegelei auf Baked Beans. So, also das war die zweite Vinyl. Auch diese werden wir hier wieder verstauen in dem Gatefold. Einmal. Und zweimal. So, wunderbar. Dann auch derweil zur Seite. Dann haben wir einen Patch. Der sieht so aus. Die Toten Hosen lesen wir hier in Schwarz und Weiß. Beziehungsweise das, ja, ist gar kein Weiß. Das ist mehr so ein Gold-Silber. Also es glänzt auf jeden Fall. Und ist hier ganz ordentlich vernäht. Sticker haben wir mit dabei. 4 Stück an der Zahl. 1, 2, 3, 4. Einmal hier das Albumcover, der Tigerkopf. Dann hier bis zum bitteren Ende ein anderes Release der Toten Hosen. Dann hier nochmal dieses alternative Cover mit dem Affenkopf. Und noch die Toten Hosen unter den Wolken. Also 4 Sticker, allesamt kreisförmig. Buttons sind dabei, die kommen hier in diesem kleinen Druckverschlussbeutel und es sind auch 4 Stück. Und zwar haben wir einmal den bis zum bitteren Ende Button, auch hier wieder in Schwarz und Weiß. Dann hier die Schrift, natürlich bunt, die Toten Hosen Laune der Natur. Dann hier einmal mit Union Jack das Bandfoto. Und das vierte Motiv, hier lesen wir Pasty Faces. Auch hier wieder in dieser Sex Pistols Optik. Also 4 Buttons obendrauf. Dann haben wir das Zertifikat. Das sieht so aus. Also es ist wirklich wie so eine kleine Urkunde. Hier mit einem Stempel drauf, einem lilanen Stempel, bis zum bitteren Ende die Toten Hosen. Nummer 5232. Strengstens limitiert auf 20.000 Stück, beglaubigt von Theo Zieslewit, Fachbereichsleiter. Also es wurde hier dann entsprechend, es sieht für mich tatsächlich aus wie eine Unterschrift und nicht kopiert, sondern hier wirklich unterschrieben. Also Respekt an den Mann, der dann voraussichtlich 20.000 dieser Zertifikate unterschrieben hat. Und was ich besonders schön finde, nicht nur, dass es ein Zertifikat drin ist und dass man sagt, okay gut, Transparenz, die Box ist auf 20.000 Stück limitiert. Nein, man hat das Ganze auch wirklich durchnummeriert. Also das ist für mich echt, besser kann man es nicht machen. Dann haben wir ein Bandfoto. Alle 5 Herrschaften hier drauf und es haben auch alle 5 hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Hier oben, wunderbar. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob das vielleicht... Schwer zu sagen, ob das jetzt hier original unterschrieben ist, aber ich gehe mal doch, schwer zu sagen. Rein von der Optik würde ich fast sagen, dass das kopiert ist, aber ja, wenn ihr das wisst oder wenn ihr auch vielleicht die Box habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob eure Unterschriften vielleicht ein bisschen anders aussehen. Dann haben wir diese Art Prints und zwar 5 Stück. Jedes Bandmitglied hat hier einen eigenen, quadratisch, ziemlich groß und auch genauso bunt, wie man das Artwork bis jetzt kennengelernt hat. Also, jedes einzelne Bandmitglied hier mit einem eigenen Kunstdruck. Da kann man sich dann seine Favoriten raussuchen oder natürlich auch alle. So sieht das aus. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch, ich gehe mal davon aus, es ist ein Heftchen, ein Booklet, die Toten Hosen, Laune der Natur. Ja, also wir haben hier Fotos, auch diese natürlich hier sehr bunt wieder gestaltet. Also, hier gibt es dann noch jede Menge Fotos anzuschauen. Und die kommen in diesem Heftchen. Ein paar Fotos sind noch schwarz-weiß, aber
der Großteil dann doch hier bunt eingefärbt. So, dann schauen wir das noch bis zum Ende durch. Ups. So, und hier lesen wir noch zum Abschluss. Die Fotos kommen von Carla Meurer, Paul Riebke und Andi. Und zum Abschluss nochmal ein Bandfoto. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Fotoheftchen mit den ganzen Einblicken in die Aufnahmen, in den Prozess des Albums. Dann haben wir diese 5 Kunstdrucke hier auf so etwas gestärktem Papier. 5 Stück, also jedes Bandmitglied einzeln abgebildet. Und dann haben wir auch noch einen 6. Kunstdruck mit dem Bandfoto inklusive der ganzen Unterschriften. Das Zertifikat, das uns eben garantiert, dass es eines von 20.000 Exemplaren hier ist. Die 4 Sticker, alle samt kreisförmig. Die Buttons, auch 4 Stück an der Zahl, auch alle 4 Buttons kreisförmig. Der Patch im Querformat. Learning English Lesson 2 auf Vinyl, auf Doppelvinyl. Das Album Laune der Natur auf einfacher Vinyl. Das große Poster zum Album. Die CD zu Learning English Lesson 2. Und natürlich das Album an sich, Laune der Natur im Digipack. Und auch hier ist nochmal ein Poster drin, ein Booklet-Poster. Das alles in dieser wunderbaren Box. Laune der Natur von Die Toten Hosen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Die Toten Hosen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.